habe ja gestern früh ein Paket gekriegt. Das kann man ja auch bei der Instagram-Story sehen. Habe ich ausgepackt, so auf... Ja, dann bleibst du halt liegen. Ich habe es da ausgepackt. Bin dann also wieder nach Hause gekommen. Hab ja dann meinen Stream gemacht und so weiter und so fort. Und irgendwann gucke ich halt in meine E-Mails, als der Strom ausgefallen ist, weil ich mir gedacht habe, ja, kacke, dann kannst du ja nochmal ein Paket holen. Weil ich habe nämlich gedacht, ich kriege ein Corsair-Paket. Und dachte, die E-Mail von dem Paket, was ich kriegte, war von Corsair. Naja, ich bin nur also währenddessen Stromausfall ist, runtergegangen. Gestern war übrigens Freitag, by the way. Mach erstmal den Briefkasten auf, sehe Werbung, heb nochmal an. Und was sehe ich da? Da lächelt mich der schönste Brief auf dem Freitagabend an. Er ist leicht bräunlich, Ökopapier und vorne steht drauf Finanzamt Berlin. Und ich denke mir dann immer so, Mann, geil, schön auf dem Freitag hier, Arschlöcher. Wie wär's denn mal Anfang der Woche? Mach das Ding auf. Haha, Sie müssen Steuern zahlen. Gut, ich das Ding in meine Brusttasche gepackt. Einmal an meiner Dampfe gezogen, raus vor die Tür gegangen, denkt mir so, rin ins Auto und Abfahrt. Rin in die Karre, zu dem Laden gefahren. Die Dame, es ist so ein etwas, ja, wie soll ich sagen, so ein etwas kleinerer Asiamarkt. Die Dame ist voll integriert, gibt sich sehr viel Mühe und hatte 1000 Kunden. Und ich stand da und wollte mein Paket. Sie hat dann auch immer so eine Angewohnheit, dass sie dir die Ausweise abnehmen und damit durch den Laden rennen. So, ich ihr den gegeben und halt immer so wie so ein Papagei, immer auf meinem Ausweis drauf, damit ich auch ganz genau sehe, was sie damit macht. Da geht sie nach hinten, schreibt sie schon meine Ausweisnummer auf, ohne mein Paket überhaupt gesehen oder gefunden zu haben, schreibt sie meinen Ausweis. Ich so, warum schreiben Sie denn meine Ausweisnummer auf? Ja, falls das Paket da ist, dann kann ich das gleich übertragen, kann ich Ihnen geben den Ausweis wieder. Ich so, okay, gut, gucken Sie doch erstmal nach meinem Paket. Na klar, mach ich! Guckt sie nach meinem Paket, natürlich war das Paket nicht da, warum auch immer, aber es war nicht da. Ich schon völlig entsetzt, denke mir so, hä, wo hat er das denn abgegeben? Ist hier noch irgendwo so ein UPS, irgendwas, Access Point? Ich den Ausweis genommen, in die Tasche gesteckt, setz mich in mein Auto und denke mir so, rufst du doch mal bei UPS an. Das war der größte Fehler, den es gibt. Erstmal bezahlt man bei UPS 60 Cent, wenn man da anruft. Ich dachte mir so, was ist das denn? 1950, wo eine Hotline noch Geld gekostet hat? Sagen Sie mal, ist das hier eventuell, können Sie mal vielleicht Kundenservice groß schreiben? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich nur also an dem Telefon und das Ding sagt mir so, bitte nennen Sie mir die 40-stellige Paketnummer. Ich das Ding aufgemacht auf meinem Telefon. Come on, baby, give daddy some loving. Und denk mir so, okay, ich soll jetzt automatisch durch ein Telefon Buchstaben und Zahlen sagen. Das Ding so, jo, sagen Sie mal eine Paketnummer an. Ich so, 1Z. Yadi yadi F W. Und dann liest das Ding, das Gerät, nachdem ich dann 500 Mal das vorgelesen, also die 500 Stellen vorgelesen, meinten sie R W. Und ich so, Alter, das ist nicht mein Ernst, ne? Ich nochmal. Nochmal 1 Z, bla bla bla, F W. Alles andere stimmte. Und sie dann wieder 1 Z, bla bla bla, R W. Ich so, Alter, ich mein F W. Und dann aber auch schon wirklich, also das war dann auch schon in der Tonlage, ja. Ich spiele Situation jetzt nur nach. Ich spiele das nur nach, ja. Ich dann also das Ding nochmal am Telefon, weil ich kriege ja keinen Kundenberater. Ohne die Paketnummer. Ich dann wieder 1, Z, schon gleich in Rage. F! Meine ganze Freundschreibe voll gespritzt mit Spucke, weil die Betonung so scharf war. F! Das Ding wieder... 1, Z, bla bla, R, W. Ich so, Alter, das kann doch nicht mein Ernst sein. Dafür habe ich doch jetzt nicht 60 Cent bezahlt, dass du blöde Kuh nicht mitkriegst, dass ich F sage wie Friedrich. Und dann habe ich ein letztes Mal, habe ich mich zusammengenommen, habe nochmal 35 Stellen vorgelesen, völlig durchgeatmet, ganz ruhig gewesen. Dampf habe ich natürlich zu Hause gelassen. Und rauchen wollte ich nicht, war kurz davor, mir eine Schachtel Zigaretten zu holen, weil war schon kurz, habe ich aber nicht gemacht dann. Ich dann nochmal 1, Z, F, B, meinten sie R, W, ich so, gib mir einen Mitarbeiter.
Aber wirklich, habe ich reingeschrieben. Ich sag, gib mir bitte einen Mitarbeiter, verdammte Scheiße. So, dann hatte ich einen Mitarbeiter dran. Ist ja Mitarbeiter gesagt. Mitarbeiter, Mitarbeiter. Und hab jedes Mal alles abgebrochen, was die mir ans Bein quatschen wollten. Dann hab ich einen Mitarbeiter gekriegt. Schönen guten Tag, ich bin Cheng Wang Heng Wang Wang aus Wishima Hua. Hab ich leider nicht verstanden, konnte nicht verstehen. Und dann sagt sie so, was wollen Sie machen? Ja, ich würde gern ein Paket verfolgen. Ja, sagen Sie mal die Paketnummer. Ich so, 1Z, Yadi Yadi, FW, alles vorgelesen. Maga, jetzt pass mal auf. Da fragt die mich, meinten Sie 1Z, RW? Ich so, was? Wie? R, das ist ein F wie Friedrich. Ja, ich hab eher verstanden. Ich so, was? Nuschel ich so hart oder was? Und sie so, ja, das tut uns leid, Herr Dissing, aber Ihr Paket ist schon bei Ihnen zu Hause. Ich so, nee, kann nicht sein. Doch, das wurde bei Ihnen abgegeben. Ich so, nee. Ja, dann haben Sie einen Zettel irgendwo. Ich so, nee. Ja, dann müssen Sie eine Nachforschung einleiten. Ich so, warum ich denn? Ich hab das Paket doch gar nicht vermüllt. War halt, ne? War halt dann schon voll im Wahn drin. Durch 1F. Ich denke so, junge Dame, wissen Sie was? Es scheint heute nicht mein Tag zu sein. Ich werde das einfach online machen und gut ist. Weil am Ende würde ich Sie, glaube ich, anmeckern und ich sage, das wäre für Sie nicht fair. Okay? Also vielen Dank für Ihre Hilfe, auch wenn Sie mir jetzt nicht wirklich helfen konnten. Haben Sie ein schönes Wochenende. Hab dann aufgelegt, weil ich hätte die wirklich fast durchs Telefon gezogen und das wäre halt nicht cool gewesen. So, ist denn also los? Immer noch keine Dampfe bei mir, ja? Nicht in dieser Hinsicht. Gar nichts. War also einkaufen. Hab mir noch was zu essen und was zu trinken geholt für heute. Und fahr nach Hause. Und dann frage ich alle meine Nachbarn, die da sind, ob die ein Paket für mich angenommen haben. Alle, die da waren. War auch nur dezent peinlich mit so einem Jutebeutel und Einkauf und fragst du halt, haben Sie zufällig mein Paket? Weil ich dachte nämlich, ich krieg von Corsair was. Weil mir soll von Corsair nämlich was zugesendet werden. So. Keiner dieses Paket gab. Irgendwann komme ich so auf den Trichter. Maga, du hast doch heute früh ein Paket gekriegt. Ich denn hoch? Ich mir das Paket von Twitch geschnappt, guck drauf. Fuck, das ist ja ein UPS-Paket. Guck auf die Paketnummer. Fuck, das war das Paket. Also war ich nun gestern nach dem Stromausfall völlig in Rage am Briefkasten. Am Briefkasten holte mir zärtliche Liebkosung vom Finanzamt raus. Bin zu diesem Markt gefahren, hab fast eine Frau am Telefon unberechtigterweise durchs Telefon gezogen. Bin nach Hause gefahren, hab alle meine Nachbarn gefragt, ob die ein Paket für mich haben. Das ist noch nicht das Ende, by the way. Das ist noch nicht das Ende, wartet mal. Wartet. Wird noch besser. Und dann komme ich nach Hause, stelle fest, dass das Paket das von Twitch war. Und dann sitze ich abends hier und deswegen habe ich gestern auch nicht mehr gestreamt, weil ich hatte gestern wirklich sehr schlechte Laune. Also wirklich sehr, sehr schlechte Laune. Und ich wollte das auch nicht an euch auslassen, weil Strom war wieder da und alles, aber war nicht gut. Gut, ich mich dann an den Computer gesetzt. Ich bin ein bisschen ins Discord geparkt, mit den Jungs so ein bisschen gequatscht und so. Und irgendwann habe ich gesagt zu Stulzen, ey Stulzen, wollen wir noch ein bisschen Rennen fahren? Die dann halt ein bisschen iRacing angemacht, ein bisschen geübt und gefahren. Und dann fällt mir irgendwann ein, Corsair wollte doch dir ein Paket schicken. Corsair wollte doch ein Paket schicken. Du hast doch eine E-Mail gekriegt. Hast du doch gesehen in deinen Augen. Ich hab mein Handy aufgemacht. Ich guck so. Verfolge das Paket. Das Paket wurde für sie abgegeben in dieser und jener Filiale. Kurz vor 11, by the way. Nee. Kurz nach 10. 22 Uhr, kurz nach 10. Und dann sitze ich da und gucke so drauf.
Ach so, dieses Corsair-Paket wurde doch abgegeben. Aber in einer anderen Filiale, wo es normalerweise nicht ist. Und dass das zugestellt wurde, habe ich nicht nochmal eine E-Mail. Ich denke, also wie ich mit Stulsen hin und her geschneichelt, Stulsen, gehe ich jetzt noch los, gehe ich nicht los oder mache ich das morgen früh oder nicht oder ja. Bin ich also um 22 Uhr nochmal losgegangen. In diesen Laden. Der junge Mann hat erstmal richtig schön 420 gemacht, was ich ihm gönne, und er so, moin. Ich so, moinsen. Kann ich hier um 10:30 nochmal ein Paket abholen? Er so, na logi. Er macht den Zettel auf, guckt so, hast du einen Ausweis, mein Lieber? Ich so, na Sigi. Dann gibt er mir das Paket. So, und jetzt pass mal auf. Ich denke, oh Wunder, was da krasses kommt von Corsair. Hab mich super gefreut auf Hardware. Ja. 10:30 wohl bemerkt. In Jogginghose, ohne Unterwäsche. Es war kalt an der Eier, kann ich jetzt schon sagen. Aber es war eine Erfahrung. Ich nun also ein Paket gekriegt. So groß. Ich so, was ist das denn? Hä? Ich das angefasst, super leicht. Ich so, hä? Was? Mach das, reiß das auf während der Fahrt. Und dann habe ich mir gestern Abend um 10:30 nach all dem Stress ein wunderschönes T-Shirt von Corsair geholt. Was ich persönlich sehr, sehr geil finde. Nun gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war dann um circa 10:45 wieder zu Hause. Ich hatte beide meine Pakete, hatte wieder gute Laune und bin dann eine Runde iRacing gefahren und habe glatt mal in meinem zweiten Rennen in iRacing einen dritten Platz gemacht. Und die Moral von der Geschichte ist, Pakete sind da. Oh, pass auf, Strom fällt aus. Ist ja gestern komplett einmal dark. Und das Geile ist an der ganzen Sache, ich mache den Wasserkocher an. Genau, also ich mache den Wasserkocher an und gehe auf Klo und pinkel. Und dann sitze ich auf dem Porch, spiele ein bisschen mit dem Handy rum und denke so, warum ist denn der Wasserkocher aus? Ich bin in die Küche gegangen, gucke so Wasserkocher aus. Ich denke so, nee, ist die Sicherung rausgeballert? Ich an den, Dings, Sicherungskasten gegangen. Wie, alle Sicherungen drin und der Wasserkocher geht nicht? Was ist das denn? Was? Ich bin an den anderen Sicherungskasten gegangen. Auch nichts raus. Ich Licht versucht anzumachen. Oh, kein Strom. Ich bin erstmal raus auf den Flur, guckst so auf meine Klingel. Geht nicht. Ah, Strom funktioniert nicht. So. Ich dann also mal bei meinem Vermieter angerufen. Ich so, ja, schönen guten Tag, hier ist Herr Dissington. Ich habe so das Gefühl, ich nuschel ein bisschen. Der Dude hat auch nicht verstanden, wie ich mit Nachnamen heiße. Er hat aus meinem Nachnamen was ganz anderes gemacht. Er so, Sie wohnen doch gar nicht in dem Haus. Ich so, wie, ich wohne nicht in dem Haus. Ich bezahle hier 1,7 Miete und bin seit 3 Jahren hier drinnen. Na klar wohne ich hier in dem Haus. Na, wie heißen Sie denn? Na so, wohnt da noch einer drinnen? So, nee. Meine Freundin. Die stehen hier nicht drinne. Ich so, wie kann ich denn in dem Haus nicht drinne stehen? Ich wohne doch hier drinne. Hab doch Mietvertrag. In dem Moment erstmal so, sag mal, scheiße, an wem bezahle ich hier eigentlich Miete? Also schon total Paranoia kurz, ich, weil gestern war ja halt mein Tag, ne? So, nee, sie wohnen hier nicht drinne. Ich so, na, wie heiße ich denn? Ja, sie heißen so und so. Ich so, nee, so heiße ich nicht. Ich hab gesagt, so heiße ich. Ach so, sag mal, Sie sind das. Oh, ja Mensch. Ich so, oh, leck mir Arsch. So, hier ist Strom ausgefallen. Hier ist Strom ausgefallen. Ja, dann müssen wir mal zur Meldehotline gehen, wa? Ich so, stellt er mich so durch. Hallo? Herr Dissing, Sie sind nicht da. Die Frau ist nicht da, bei der Sie das melden können. Ich so, ja, geben Sie mal Telefonnummer. Er hat mir Telefonnummer gegeben, ich da gar nicht mehr angerufen. Fängt mein, ich habe hier hinten bei meinem NAS und meinem Internet habe ich eine USV, damit ich zumindest noch die Möglichkeit habe, mein NAS runterzufahren, falls denn mal der Strom weg ist. Falls. So. Und jetzt hört ihr mir mal zu, ihr kleine Bumsebienchen. Ich würde mir an eurer Stelle erstmal merken, welche IP dein NAS hat. Weil ich habe nämlich gestern eine halbe Stunde versucht rauszufinden, was für eine IP dieses Scheißding hat. Der Windows-Computer, bei dem ich das hätte herausfinden können, konnte ich nicht hochfahren. Auf meinem MacBook habe ich keine Ahnung, welche IP das ist und nirgendwo steht das drinne.
Und auf meinem Handy konnte ich nicht diesen beschissenen scheiß LAN-Scan machen mit der App, weil WLAN funktioniert nicht. Ich nun also irgendwo mich rangeklemmt mit dem Dings hier. Ich mich irgendwo rangeklemmt mit dem, wie heißt das denn jetzt hier, mit dem LAN-Kabel. Und ich die Scheiße gesucht. Mein Nase hier, meine USV schon, piep, 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 piep. Das hieß denn schon, Emergency, wir haben gleich keinen Strom mehr. Ich so, fuck, ich muss die Kacke noch runterfahren. Ich voll am Schwitzen hin und her laufen, weil ich die scheiß IP nicht rausgefunden. Ich so, fuck, welche ist das denn jetzt? Dann google ich noch im Internet, weil Internet habe ich ja dann auch noch, weil meine Dings funktionieren. Ich google. Ich so, Mann, habt ihr nicht irgend so eine scheiß generische Kackscheiße? Haben sie nicht, ja. Und dann stehe ich vor meinem NAS, wirklich, also ungelogen, ich stand so vor meinem NAS. Come on, baby, give daddy some loving. Schaute in das Fenster, hörte ganz viel piep, 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 und auf einmal. Pff. Dann ist es ausgegangen. Von alleine. Glücklicherweise ist nichts kaputt gegangen. Nein. Mein NAS hat 233 und 234. Und ich habe gestern den ganzen Tag 232 eingegeben. Ich kotze, Alter. Ich kotze. Nein, das ist jetzt nicht mein Ernst, oder? 233? Tatsächlich, ey. Tatsächlich. Ich mach mir jetzt das da. Und papp mir das vorne an meinen Namen an.